Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zur ersten Real Talk Runde. Ich wollte das so ein bisschen als neues Format hier einführen. Ist nichts Neues auf YouTube, gibt es viel bei anderen. Ich habe das aber so noch nie gemacht. Und ich wollte mit euch, weil es wurde jetzt schon oft angefragt, sowohl von Freundinnen von mir als auch von euch, weil man auf Instagram und YouTube nicht mehr so viel mitbekommen hat, was denn jetzt hier los ist beim Thema Dating und Männer und Liebe im Allgemeinen. Und wie fange ich am besten an? Also ich fange am besten an, euch zu erzählen, wie die aktuelle Lage ist. Es kamen schon wüste Spekulationen auf, dass ich jetzt einen Partner habe, dass ich verliebt bin, irgendwas. Das ist alles nicht der Fall. Tatsächlich weiter davon entfernt können wir gar nicht sein. Ich habe nämlich das Daten pausiert. Aufgegeben möchte ich nicht sagen. Ich habe pausiert. Ich habe eine Dating-Pause eingelegt, eine Männerpause eingelegt. Ich bin auch nicht mehr auf irgendwelchen Dating-Portalen, Dating-Apps unterwegs. Das war eine ganz bewusste Entscheidung und nicht irgendwie so eine Entscheidung von wegen, oh, das ist alles scheiße und es gibt keine guten Männer mehr. Sondern weil ich für mich gemerkt habe, nö, du hast jetzt gerade mal die Nase voll, dir tut das gerade nicht so gut. Also habe ich einfach so eine Pause eingelegt und tatsächlich geht es mir damit sehr, sehr, sehr viel besser als zu der Zeit, wo ich gedatet habe. Es war natürlich dieses Daten, dieses exzessive Daten vielleicht auch, irgendwo so ein Verdrängungsmechanismus, ein Abwehrmechanismus, ja auch ich tue sowas. Das war mir von Anfang an bewusst, dass ich es tue, dass ich mich vor mir selbst verschließe, vor der Wahrheit, vor dem Leben verschließe, indem ich mich flüchte in diese Abenteuer. Das ist natürlich auch spannend, das ist ein Nervenkitzel, wenn du oft neue Leute kennenlernst. Und zu dem Zeitpunkt war das toll, habe ich offensichtlich auch gebraucht, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich die Nase voll hatte. Was zum einen daran lag, dass es mir persönlich zu anstrengend wurde. Also, ne, es ist ja nicht so, du sagst ja, hi, komm, lass uns mal treffen, sondern du schreibst halt erst Tage oder Wochen lang. Das wurde einfach ziemlich zeitaufwendig und auch ein bisschen nervig irgendwann tatsächlich. War aber ja zu dem Zeitpunkt die einzige Art und Weise, wie ich neue Leute kennengelernt habe, nämlich über Dating-Portale, Dating-Apps. Und dann schreibst du halt erstmal. Und die letzten Kerle waren dann halt auch echt so mega fail, so mega, mega fail. Also ein, mit dem ging das ja über einige Monate hinweg. Und den fand ich auch echt gut. Und am Ende hat er sich so als riesen Arschloch empuppt. Das war so krass, hätte ich nie erwartet. Und da habe ich dann gemerkt, okay, Jule, du musst A, ganz, ganz stark an deiner Menschenkenntnis arbeiten. Du musst auch darauf achten, wie die Leute sich zwischen den Zeilen verhalten, weil man will dann natürlich nur das Positive und das Schöne sehen und hinterfragt manche Dinge nicht gut genug. Da kam dann wirklich, ich habe dann durch ihn jetzt eine Freundin von mir, habe ich halt auch ein Mädel kennengelernt und sie dachte, mit ihm und mir läuft nichts und ich dachte, mit ihm und ihr läuft nichts und ihr könnt euch den Rest denken. Genau. Danach folgte noch ein Mann. Nein, also noch ein Mann, mit dem ich auch was hatte. Den finde ich seit Jahren toll, also so optisch, ne? Und hatte dann aber schon so, ja, optisch ist der Bombe. Aber da wird ja hintenrum nicht viel rumkommen. Ja, und genau so war es halt auch. Und dann habe ich mich noch mit einem getroffen. Wir haben gut geschrieben miteinander. Und schon als ich den das erste Mal gesehen habe, wusste ich, okay, nee, das wird nichts. Und dann haben wir uns eine Weile unterhalten und es wurde immer mehr, oh Gott, nee, das wird nichts. Also kennt ihr so Personen, die so ein vorgespielt selbstbewusst sind und du mit jeder Phase merkst du eigentlich, die sind null selbstbewusst und versuchen hier was darzustellen, was sie halt überhaupt nicht sind. Und das war, ja, es war nicht so angenehm. Und er fragte dann tatsächlich, ja, was wird denn jetzt hier mit uns zweien? Und ich sagte, na, ich gehe jetzt ins Bett alleine und schrieb ihm dann halt auch am nächsten Tag, du, hey, hier das mit uns, ne? Also das ist nichts so. Und er, ja, sieht er ganz genauso. Wo ich mir so dachte, ja, aber erst mich fragen, ob ich noch mit dir in die Kiste steige. Nun ja.
Und das war dann wirklich tatsächlich der letzte, wo ich dann gesagt habe, ach komm, nee, die Arschlöcher und Idioten und Reinfälle haben sich jetzt einfach zu sehr gehäuft. Ich brauche mal eine Pause. Hab dann tatsächlich auch, wie gesagt, hier die Dating-App vom Handy gelöscht und war dann so weit, dass ich gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Daten an sich. Ich will irgendwie so im realen Leben jemanden kennenlernen, ne? Ich will jemanden durch Freunde oder weil man irgendwie im Alltag möchte ich gerne jemanden kennenlernen, den auf eine ganz andere Art Ebene, ne? Du gehst auf so eine Dating-App, weil du jemanden suchst. Und so im realen Leben kannst du erstmal auf einer ganz anderen Ebene dich kennenlernen. Auf sowas habe ich gerade Bock und ich bin auch bereit, da ein paar Monate drauf zu warten. Ich habe es gerade nicht so. Ich bin überhaupt nicht einsam. Es ist wunderschön. Also ich habe vielleicht einmal im Monat so für 5 Minuten den Gedanken, ach, wenn jetzt jemand hier wäre, wäre schon nett. Aber wirklich super selten. Also ich komme mit mir selbst gerade sehr, sehr gut klar. Und das ist sehr schön. Das habe ich tatsächlich erst gemerkt, als ich diese Männerpause eingelegt habe, wie gut ich gerade selber mit mir klarkomme. Und das tut mir auch wirklich gerade sehr, 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 sehr gut. Und nichtsdestotrotz habe ich wieder jemanden kennengelernt, ne, durch Zufall. Und wir gucken jetzt mal, so wie ich immer erstmal gucke. Ja, also ich bin nicht verschlossen und ich bin auch nicht verbittert oder irgend sowas um Himmels Willen. Aber ich habe jetzt einfach gesagt, nö, so dieses Exzessive brauche ich gerade nicht mehr, habe ich gerade keine Lust drauf, tut mir gerade sehr gut. Ich bin gerade sehr gut mit mir im Reinen. Ich werde euch immer wieder so ein bisschen auf dem Laufenden halten, natürlich. Auch wenn ich vielleicht wieder in die andere Richtung steige und sage so, und jetzt gehe ich auf Partnersuche auf Männerfang. Vielleicht mache ich dann irgendwann mal auch so ein Speed-Dating mit. Das hatte ich nämlich eigentlich geplant. mal wirklich dann ne, das komplette Programm zu fahren und mal zum Speed-Dating zu gehen und so. Vielleicht komme ich irgendwann mal wieder dahin. Vielleicht so im Frühjahr, im Sommer, wenn dann wieder die Frühlingsgefühle kommen. Vielleicht habe ich da wieder Bock drauf. Gerade habe ich da nicht so Lust drauf. Und deswegen habe ich da eine Pause für mich eingelegt und es tut mir auch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich wusste von Anfang an, dass das ein Verdrängungsmechanismus war, natürlich. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich bin froh, dass ich nach nicht allzu langer Zeit an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, gut, ich habe das jetzt gemacht, jetzt ist es in Ordnung, jetzt können wir bitte wieder unser Leben leben und fahre damit ganz gut. Genau, ich wollte euch nur so ein bisschen updaten, wie es da so läuft. Also wie gesagt, mir geht's gut. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ist gerade sogar ganz gut so. Ich glaube, manche können das schwer nachvollziehen. Also ich kenne sehr, sehr viele Frauen, die so sagen, ich bin von einer Beziehung in die nächste gestolpert. Ich kenne das gar nicht, wie es ist, Single zu sein. Ich kenne das. Also natürlich, ich komme aus einer 7-jährigen Beziehung, aber davor war ich viele, viele Jahre Single. Ich war nicht so der Beziehungstyp. Und jetzt bin ich ganz froh, es doch wieder zu sein und es auch so komplett zu sein. Auch nicht irgendwie zu daten und na, an der Kiste zu landen, sondern wirklich mal so komplett für mich zu sein. Das finde ich gerade sehr schön und wir gucken mal, was die nächsten Monate so passiert. Das war mein erster Real Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare zu dem Thema und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!